Das letzte, limitierteste und auch teuerste Piece, liebe Freunde. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ja, wer hätte es gedacht, ich hätte es selbst schon fast nicht mehr für möglich gehalten, doch heute ist der Tag gekommen. Ich stelle euch heute endlich jedes einzelne Piece meiner neuen Modemarke MEM und der ersten Kollektion Mexican Standard vor. Ich bin mega happy, dass ich dieses Video heute drehen kann. Auch der Drop wird sich nicht verschieben. Weiterhin bleibt die Uhrzeit aufrecht. Morgen am 19. Dezember um 17 Uhr droppt endlich Mexican Standard. Freunde, was Themen wie Rolex und so weiter angeht, da verweise ich euch einfach auf meinen Zweitkanal in der Infobox verlinkt. Dort könnt ihr die ganzen Fragen, was sich aktuell zu diesem Thema tut, natürlich auch verfolgen und am Zweitkanal gleich dabei sein. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen. Let's go, schauen wir uns die Pieces an. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Gut, Freunde, wir starten, wie gesagt, vom günstigsten Piece der Kollektion bis zum teuersten. Ein Accessoire ist natürlich auch das günstigste und zwar ist es das MEM Handycover. Dieses Handycover ist verfügbar in iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone XR und Daniel, noch irgendeine Größe? Samsung S9, Samsung S10. Genau, auch für Samsung haben wir für das S9 und S10 Handyhüllen. Davon gibt es 500 Stück. Wir hatten, glaube ich, am ersten Tag über 40.000 Seitenzugriffe in ein paar Stunden. Also, I don't know, wie schnell das Ganze weg ist, deswegen seid vermutlich etwas schneller dran, dann seid ihr sicher noch etwas bekommen zu können. Das ist die MEM Handyhülle. Wir kommen zum nächstteuersten Produkt und zwar sind das die Caps. Ich fange an mit der MEM Basic Cap. Das ist meine Lieblingskappe, die habe ich, glaube ich, schon in den letzten Tagen immer wieder mal totgerockt mit diesem leichten Distressed Look. Das ist die MEM Basic Distressed Cap. Es gibt aber noch eine zweite und die ist Low Top. Ich sage gleich dazu, Freunde, Low Top ist, da muss man den Kopf dafür haben. Mir persönlich passt die Cap einfach nicht. Ich schaue aus wie ein Wasserkopf mit Schirmchen. Also mir persönlich passt nicht. Das ist die Mexican Standard Estados Bandidos Cascabel Lucides Cap. Also hier sieht man den Aufdruck, die ist passend zum Hoodie gemacht, in einem Used Look gestaltet. Also man sieht Vintage Look ausgewaschen, auch mehr Distressed Details. Also mir persönlich gefällt sie sehr gut. Low Top ist natürlich eine Kopfformsache. Und damit, Freunde, wären wir schon bei dem ersten Shirt angelangt und das trage ich aktuell. Es ist natürlich, wie versprochen, ein Stonewash Shirt. Wir haben hier vorne die MEM-Aufschrift mit dem Sheriff-Logo, auch hinten nochmal der gleiche Print in groß gehalten. Das ist die dritte Partei, ihr wisst, der Mexican Standoff ist eine Paz-Situation dreier Parteien. Wir haben hier zwei Banditenparteien, die gemeinsam in einem Kartell waren, Estados Bandidos, die sich aber jetzt bekriegen und die dritte Partei kommt in diese Paz-Situation dazu und das sind die Sheriffs. Das ist das Sheriff-T-Shirt. Freunde, ich bin 1,82 groß und trage M bis L. Immer wieder unterschiedlich, je nachdem wie oversized ich das Ganze tragen möchte. Ich habe 84 Kilo, etwas breiter gebaut, nur damit ihr euch relaten könnt, was die Größen angeht. Daniel, du bist 1,90 groß und du trägst L. Ja. So ist es. Also wir haben die Größen so gewählt, um eine möglichst breite Bandbreite an Größen und Formen abstecken zu können. Ja, yes. Ja, Freunde, wir filmen gerade im Dösamistor, denn auch hier wird morgen zur Ladeneröffnung werden hier einige Pieces von MEM hier sein. Das heißt, wer sich das direkt in Wien koppen möchte, kann natürlich gerne vorbeikommen. Aber machen wir weiter, Freunde, mit dem nächsten Tee. Das nächste Tee ist das Bullseye Bandit Shirt. Das ist eins der Banditenparteien. Ich habe es hier schon mal vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier auf der Vorderseite in einem Anthrazitgrau den MEM Schriftzug und darunter in einem Cremeweiß die Bezeichnung der Banditenparteien Bullseye Bandits, darunter noch Tijuana Mexico und Mexican Stand auf die Bezeichnung der Kollektion. Das ist der Frontprint, eher minimalistisch gehalten, denn auf dem Backprint haben wir ein etwas größeres, markanteres Printing. Hier haben wir das Symbol der Bullseye Bandits, den Bullen im Bullseye logischerweise, darunter noch Bullseye Bandits, natürlich die Bezeichnung der Banditenparteien. Das ist dieses Shirt, fällt vom Schnitt her, alle Shirts fallen vom Schnitt her genauso aus, wie ihr es hier bei mir seht. Oversized Ärmel auf der Seite. Ich trage es gerne auch mal etwas aufgestrickt, sodass man natürlich auch MEM sehen kann, logischerweise. Sehr nicer Schnitt, wir haben das sehr lange daran getüftelt. Aber wir kommen jetzt gleich zum letzten Shirt. Und das letzte Shirt ist auch eines meiner Favoriten. Das ist das Cascabel Lucides Shirt. Cascabel Lucides bedeutet übersetzt die luzide Klapperschlange. Wir haben hier natürlich auch luzide Farben verwendet. Wir haben hier auf der Seite noch das MEM Logo stehen und natürlich auch die Bezeichnung der Kollektion Mexican Standoff und darunter nochmal Estados Bandidos. Auf der Rückseite finden wir kein Printing. Wir haben hier nur vorne ein recht markantes
Logo gewählt, das hier die Cascabello zieht, das besonders gut beschreibt. Das war das letzte Shirt, liebe Freunde. Kommen wir zu den Hoodies. Ah, vergiss nicht das vierte T-Shirt, das noch keiner kennt. Ah, das Überraschungstee. Ah, genau. Liebe Freunde, wir finden auf der Homepage, werdet ihr dann noch mamvienna.com, den Link habe ich in der Infobox verlinkt, werdet ihr noch ein Überraschungstee finden, das ist ein Basic Tee. Seid auf alle Fälle gespannt, auch von dem gibt es sehr, sehr wenig Stück. Insgesamt gibt es, das habe ich in einem Real Talk, wer es noch nicht gesehen hat, hier oben nochmal abchecken, schon mal erwähnt, es gibt nicht mehr als 400 Stück, es ist sehr, sehr knapp gewählt und limitiert, also wer sich was holen möchte, auf alle Fälle schnell dran sein. Gut, kommen wir zu den Hoodies. Der erste Hoodie ist natürlich wieder die Sheriff-Partei. Hier haben wir zum Unterschied zu dem Shirt vorne ein Sheriff-Logo gewählt, das heißt hier vorne kann man Sheriff lesen und hinten finden wir den gleichen Backprint, wie wir das auch schon beim Shirt haben. Ich werde den kurz mal für euch ansehen. Das ist jetzt ein M. Also so sieht das Fitting in M aus. Wir haben das sehr lange an dem Schnitt getüftelt. Ich bin sehr begeistert davon, dass wir das so umsetzen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, auch euch gefällt das Ganze. Das ist der Sheriff Hoodie. Kommen wir zum nächsten, zum Bullseye Bandit Hoodie. Hier haben wir die Printe ist genauso gewählt, wie wir das auch schon beim Shirt gehalten haben. Ich wollte einfach eine Partei dabei haben, die einen cleanen Look hat, ohne großartig auf knallige Farben zu setzen, einfach einen Look zu kreieren, der zu jedem Piece dazu passt. Auch hier wieder der MEM Schriftzug darunter in cremeweiß Bullseye Bandits und der Standort sowie die Bezeichnung der Kollektion. Und dahinter wieder der prägnante Bullseye Bandits Look mit diesem Bullseye Bandits Logo und der Bezeichnung der Banditenpartei. Auch einer meiner Favoriten, liebe Freunde, passt einfach überall zu jedem Look dazu. Und das war uns auch bei der Wahl der einzelnen Farben dabei. Wir haben hier was Cleanes, wir haben hier die typischen Farben des Western, Rot und Gelb und natürlich auch sehr, sehr knallige Farben, die sehr herausstechen. Und zudem kommen wir jetzt das letzte, limitierteste und auch teuerste Piece, liebe Freunde. Der Cascabel Lucides Hoodie. Vorne relativ schlicht gewählt wieder die Bezeichnung der Kollektion Mexican Standoff. Darunter lesen wir Estados Bandidos 2020, das ehemalige Kartell der zwei Banditenparteien und darunter die Bezeichnung der Cascabel Lucides. Wenn wir uns aber jetzt im Gegensatz zum T-Shirt den Backprint anschauen, sehen wir hier wirklich die knalligen und luziden Farben der Klapperschlange. Sehr, sehr auffällig, ins Auge stechend und auch eins meiner absoluten Favoriten, weil die Farben einfach genauso gelungen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Cascabel Lucides Hoodie erwerblich natürlich auf mamvienna.com morgen um 17 Uhr. Liebe Freunde, das ist die erste Kollektion meiner Modemarke MAM. Ich bin irrsinnig zufrieden mit dem Endprodukt und auch sehr, sehr dankbar für das tolle, positive Feedback, das ich von euch bekommen habe. Nicht vergessen, morgen um 17 Uhr auf der Homepage mamvienna.com gehen die Pieces dann endlich online und natürlich auch mit dem Überraschungsshirt. Seid auf alle Fälle am Start, seid nicht zu spät dran, vielleicht auf der Seite campen, vielleicht vom Döser Mistor campen, man weiß nicht, wo das Ganze hingeht. Ich möchte mich irrsinnig für den Support bedanken. Das war's von mir, liebe Freunde, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir hören uns am Freitag wieder mit hoffentlich der Reaktion auf den Verkauf. Das war's von mir, euer